bis sie nicht mehr können, Alter, bis ihnen die Hände abfallen, die nicht vorhandenen. Jojo, was geht? Euer Assi ist wieder back am Start zu einem neuen bombastischen Video auf dem VP Clan Channel. Und im Hintergrund seht ihr heute eine Black Ops 3 Double Nuclear Fail vom lieben Stump. Ja, er ist 9 vor der Double Nuclear gestorben. Hat er bestimmt mit Absicht gemacht, damit noch nicht so viele fucking Gameplays am Start sind, bevor das Game überhaupt wirklich draußen ist. Und das Einzige, was ich eigentlich noch vor dem richtigen Commentary zu sagen habe, ist, dass in der Zeit von der Black Ops 3 Beta jetzt die erste Woche, also nächste Woche glaube ich, oder jetzt schon so 5, 7, 6 Tage, irgendwie sowas in den Drehraum kommt, auf jeden Fall Daily Upload. Könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Ich weiß jetzt nicht die genauen Upload-Zeiten, aber fuck off, wen juckt das überhaupt? Das gucken ja eh nur die ganzen Mongos zu, die 24-7 in der Subbox campen von VP. Und an der Stelle hätte ich gesagt, wir kommen auch direkt mal zum heutigen Commentary. Dann wollte ich auch schon mal direkt das, was im Hintergrund läuft, ansprechen, und zwar die Black Ops 3 Beta. Ich finde, das ist eine richtige Scheißidee, was die da gemacht haben. Wer kommt bitte auf die Idee in der Community, wo Leute nur noch probieren, was zu erreichen, wo sie tryharden ohne Ende, eine Beta von einem Spiel rauszubringen, was vielleicht gar nicht mal der Burner wird, Alter. Wisst ihr? Versteht ihr, wie ich das meine? Weil die ganzen kleinen Tryhards auf PS4 und Xbox One, die sweaten sich jetzt in der Zeit, weil sie einfach keinen Bock mehr haben auf Black Ops 2 und die ganze Kacke, und AW und Ghosts haben sie eh noch nie gekonnt, sweaten sie sich jetzt einfach den Arsch ab die ganze Zeit in der Black Ops 3 Beta, bis sie nicht mehr können, Alter, bis ihnen die Hände abfallen, die nicht vorhandenen, und die Augen ausfallen und was weiß ich was, bis sie nichts mehr sehen können und impotent sind, ach was, das sind sie doch eh schon alles, und dann ist die Kacke wieder am Arsch fürs restliche Jahr. Und ich frag mich wirklich, was die Leute von COD sich da gedacht haben, so, hey, unsere Spiele kommen doch in letzter Zeit sowieso nicht gut an, aber das nächste, das muss ja was werden, weil das ist ja von Treyarch, also hauen wir mal eine Beta raus, weil Black Ops 2 haben sie ja auch 3 Jahre lang gesucht, die dummen Wichser. Ein Wunder ist es, dass sie für die Beta nicht sogar noch Geld abgezockt haben. Das hätte ich den Leuten von Activision auch noch zugetraut, dass sie dann für die Beta auch noch Geld verlangen. Wäre eigentlich viel klüger gewesen, dann hätte wirklich nicht jeder Vollzeit-Random sich die Beta holen können. Aber das Einzige, was ich noch ansprechen wollte, sind die Call of Duties im Sinne von halt die CODs, Ghosts und AWs. Die ganzen kleinen Kiddies sagen ja immer, Ghosts, scheiße, AW, scheiße. Weil sie halt da relative Schrumpfhoden haben, weil sie einfach 3 Jahre lang Black Ops 2 Jahre lang zu dem Zeitpunkt schon Black Ops 2 gesuchtet haben und da einfach die Babos sind. Wenn sie mal Botlobby spielen, dann haben sie halt eine 3er-KD, eine Easy XP, 2 Ghosts oder AW nicht. Und dann müsst ihr euch das so vorstellen. Die zocken 2 Jahre lang Black Ops 2, also die einen, die anderen sind wahrscheinlich dann direkt zu Ghost, so wie ich. Die zocken einfach 2 Jahre lang Black Ops 2 und dann freuen sie sich endlich auf ein neues COD und dann finden sie es scheiße. Aber warum finden sie es scheiße? Ja, geil, ne? Richtig geile Begründung ist immer die Farben, die sind voll scheiße. Was jucken mich die abgefuckten Farben in einem Kriegsspiel, in einem Ego-Shooter, wo es einfach darum geht, Leute abzuballern und irgendwelche Medaillen zu bekommen oder seine scheiß DNA-Bomb, Alter. Wen jucken die fucking Farben? Soll er seinen scheiß Fernseher auf Kontrast hochstellen oder bisschen anmalen oder sowas, was weiß ich. Oder von seinem kleinen Bruder anmalen lassen, die Waffen, dann sieht's aus wie bei Black Ops 2, Alter. Ohne Scheiß, ich weiß nicht, wer auf die behinderte Idee gekommen ist. Die Farben sind so scheiße, Alter. Das hat doch bei MW2 und MW3 auch noch niemanden gejuckt. Da waren sie auch nicht so wie bei Black Ops 2. Aber jeder findet MW2 geiler als alles andere. Und MW3 vielleicht nicht, weil das durch Elotrix so zurückgegangen ist quasi. Aber das sei jetzt mal außen weg. Das ist ein ganz anderes Thema, was mich nämlich aufregt. Und dann kommen die ganzen kleinen Kiddies da halt rein und reißen nichts. Aber warum reißen sie nichts? Die haben in Black Ops 2 auch schon nichts gerissen. Aber da ist es einfach viel leichter, es so aussehen zu lassen, als ob. Und das ist einfach der Punkt. Und selbst die Leute, die wohl in Black Ops 2 gut sind, die schaffen es dann vielleicht in AW auch nicht, weil die einfach zu faul dann sind, irgendwie die Maps kennenzulernen oder überhaupt irgendwas von dem Spiel ein kleines bisschen einzustudieren. Ich weiß, das ist jetzt schon ein bisschen zu nerdhaft wieder, aber warum nicht, wenn man gute Gameplays reißen will und so, dann muss man das vielleicht schon ein bisschen drauf haben, die Spawns und alles. Und ich weiß ja nicht, wie es bei euch letztendlich aussieht. Wie ihr das mit der Black Ops 3 Beta findet, findet ihr das auch abnormal scheiße, dass die da alle so rumsweaten, diese abgefuckten Mongos, oder
Findet ihr das ganz cool, dass man das Spiel mal anzocken kann, bevor es überhaupt draußen ist? Weil wenn ich was darüber wissen will, bevor ich es mir kaufe, dann gucke ich mir YouTube-Videos an oder der Trailer sagt eigentlich auch schon teilweise ein bisschen was, ja. Den Trailern kann man nicht immer vertrauen. Aber ich würde einfach mal ganz gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren hören. Und an der Stelle sage ich, bewerten und kommentieren, haut da rein.